Das war ja noch in Kleinmachnow. Ja, da haben wir. Nee, in Neufahla. Wahrscheinlich. Ja. Mit Fritz habt ihr ja nicht in Kleinmachnow gesehen, das war ja schön. Stimmt. Mark X, also da gefiel mir eben, dass Fritz den Trick erfindet, der eigentlich ein Betrug ist. Ja. Dass ich das nicht sein muss und dass Fritz das mal. Genau, das war andersrum. Das fand ich ganz witzig. Da war das so, wo ich das gesehen habe, also da war ich. Ich glaube, da steht jemand. Außerdem spielt noch der Schwabe mit. Lieblingsschauspieler von Klaus Gietinger und von mir auch. Ja. Ja, von dem Heim. Eine Modelleisenbahn, ich werde verrückt. Erstaunen Sie, was, Herr Fuchs? Ja, echt stark. Haben Sie neu? Und liebevoll machen. Ja, sehr schön. Ist meistens auch beim Dachboden aufgebaut. Die schöne Gutinger-Folge. Gartenbahn. Ist auch schon lange der Mann. Also macht auch schon einige Folgen. Ja, jetzt war ich mein. Ich sage Ihnen, da gibt es wunderbare Preise zu gewinnen. Oh, schade. Wertvolle Lokomotiven und so. Na dann viel Glück. Sagen Sie mal, die Lok da vorne, ist das nicht der Nachbau der legendären 99-6001-4K? Das Original wurde 1892 gebaut. Respekt, Herr Fuchs. Ich dachte immer, die jungen Leute haben eine schöne Beziehung zwischen uns. Nee. Ich habe sogar selber. Kann ich auch. Nein. Da warst du auch wieder so, Herr Schulte war ja, nachdem, wo Fritz eingezogen ist, wieder so mehr grantlich. Aber das ist ja. Achso, mehr der was. Ihre Bahnstrecke zusammen. Am Anfang. Ja, genau. Und dann haben wir uns sehr schnell zusammen. Richtig. Das war auch so das erste Mal, wo ich. Das waren sogar die lyrischen Stellen am Anfang, wo ich die alten Fotos zeige. Genau. Sehr schön. Der Nachbarschaftswagen schlägt eine Brücke von der Zivilisation in die Wildnis. Und eine Brücke zwischen den Generationen. Das wäre großartig. Nachbarschaftsgenossenschaftliche Bahngesellschaft. Es ist auch schön. Aber eine Brücke, ich weiß nicht, ob es mir hier nur so vorkommt, aber. Dass die ganzen Schnitte, was etwa, wie viele Schnitte eigentlich in dieser einen Szene sind. Ja, genau. Gegenschuss da. Ja, ja. Ein Tunnel! Na klar, das ist es. Wir bauen den Elchwinkeltunnel. Ja. Aber schaffen wir das auch. Das ist so meine Einstiegsfolge für Fritz, wo ich sage, das ist toll. Am besten graben wir von meinen Seiten. Gemacht hat. Die Szene auch so am Zaun. Geht schneller. Also los. Warum warten wir noch? Der Zaun ist ja zwei Varianten. Es gibt ja die aggressiven Geschichten am Zaun. Oder diese hier, das ist ja ganz schön. Der Bau ist etwas umständlich. Wir hatten ja aus der Zaunsituation sogar mal vor, das Verwachsene zu machen. Gespräch über den Zaun, ja. War mal geplant. Also so Rechtsfälle des Alltags im Gespräch über den Zaun. Eisenbahn versuchen zu lösen. Das wäre auch ein paar Demos gegeben, da ist nichts draus geworden. Und wenn den Gleisen mal ein Dach entdeckt wird, ist ein Problem. Ich stelle immer vor, dass man schon um 18 Uhr aus Löwenzahn auch ein Spin-off macht. Eisenbahn. So für Erwachsene was. Das hat es mir mal erzählt. Ja. In den alten Museen deshalb wollte man. Ich bin immer ganz neidisch auf meinen Kollegen Krause. Käse. Da hat er seine Serie immer Polizeiruf mit dem Motorrad auf dem Seitenwagen. Dann hat er immer zwei, dreimal im Jahr noch einen Film, wo er zwar die gleiche Figur ist, aber das nicht so heißt. Auf manchen ICE-Trassen geht es von einem Tunnel in den anderen. Ganz schön dunkel hier. Also auch in der Tiefe, man kennt sich aus. Aber hallo. Was haben die gesagt? Mini-Tunnel-Bohrmaschine? Die gibt's doch wirklich. Ernst? Na klar. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das Hemd ist besonders schön. Ja. Auch was nochmal im Lied vorkommt, gezeichnet. Ja, genau. Arbeiten. Nein, das war ja. Eine Knetanimation. Knetanimation. Das haben sie nochmal schön gemacht. Das ist schon wieder die Zaunsituation, sehr, sehr typisch. Weil wir wollen ja mit dem Tunnel uns näher. Ja, wieder Zaun wiederholen. Warten Sie doch. Besorgen Sie einen. Ja, mach ich. Und Keks, du bleibst hier, war auf sich. Also. Ja,
Jetzt ist ja Keks in letzter Zeit sehr dominant, muss ich sagen. Also sehr, er kommentiert fast alles. Ja, ja, stimmt. Ist aufgefallen. Das finde ich auch schön. Weil, ja. Danke wieder. Ja. Ich fand es schade, dass Anja, ich bin mit dem Vater ja sehr befreundet. Also, sie ist zwei Tage, meine Tochter ist zwei Tage nach hier geboren. Weil die Tunnelbohrmaschine zusammen Maschine, die nach dem Sprecher ist. Ach, die Maschine, die die Tunnelbohrt, ja, die ist schon da. Wir haben das kennengelernt, ich bin Vater und was denn, das Ding? Ja. Der hat was haben Sie denn da auf der Welt? Ja, so ein Ding mit dem Staro und mit dem Schneidrad, so wie beim Eurotunnel, nur ein bisschen kleiner. Ah, wir haben eine Schildkröte. Tschüss, machen. Nee, das brauchen wir nicht. Nicht für dieses Kaliber. Was? Das Rohr mit dem Bohrgerät? Ja. Das will ich sehen. Die beiden Nachfolger zusammen. Helmut! Beide Peter Lustig Nachfolger. Ja. Er baut sich ja immer wie Hitchcock in jeder Folge. Das ist immer schön, wenn man das. Kann man es weiß, ja. Aber in der Hühnerfolge steht er auch an dem Tisch, das Koch. Solche Mini-Tunnelbohrer. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist ja alles Mögliche. Peter hat ja auch erzählt, in der Folge, da war mal was. Hier zum Beispiel zu wird ein Kabel unter einer Autobahn verlegt. Denn dann in jeder Folge ist auf der Welt. Okay. So ein Hitchcock-Verteidiger. Schön. Na, Hitchcock nachgesagt. Dieses Gerät verrät den Arbeiter genau, wo sie gerade anbohren. Tja, und das ist kein Springbrunnen, sondern eine Wasserspülung. Damit sich der Bohrer nicht festfrisst. Alles fertig? Oh, interessante Folge. Mal los. Ja, schön gemacht. Ja. Und ich dachte, ich zum letzten Mal singen. Ich darf jetzt nicht mehr singen. Mit dem Orchestergerät macht sich schon mal was. Ich weiß nicht, was die da haben. Hilton? Na, müssen wir Bohren singen, weil wir in den Stein eingeführt werden. Also Stimme war, wo du den Troll spielst. Und das Blubber. Ah ja, das war ja. Offenbar alles okay. Ja, aber ja, das war ein richtiges Singen. Ja, da war ja richtig Singen. Ja. Genau hier soll der Bohrer raus. Ist auch sehr schön gemacht, das Video. Ich würde verstehen, wenn Sie uns ausrichten. Wenn Sie mich Ausschnitte bringen, dann sowieso immer, wenn ich singe, immer nur ein Stück. Und dann hat der Bohrer tatsächlich sein Ziel erreicht. Wir sind aber längst noch nicht fertig. Nun muss der Bohrer samt Gestänge wieder zurück durch den Minitunnel. Auf dem Rückweg werden gleich die Stromkabel. Der Keks finde ich ja sowieso immer schade, wenn sie in längere Zeit benutzt hat. Er hat nichts gemacht in der Folge. Also er war eigentlich nur da. Sein. Das fand ich immer deutlich. Schade. Manchmal bringt er ja dann irgendwas. Das finde ich schön. Jetzt ist er sehr präsent. Ja. Ja. Ist es denn schwieriger eigentlich? So, was meinst du? Die Autofahrer. Wenn der Hund, dann muss man natürlich mehr extra einstellen. Ja, und Keks ist schon mal wieder am anderen. Das will man aber immer vermeiden. Man hat gerne den Hund mit dazu. Und das ist halt oft sehr kompliziert. Und dann am Schluss muss man doch entscheiden, wenn man extra Entscheidung macht. Da. Auch viele Regisseure wollen das erstmal versuchen, zusammenzubringen, wie das geht. Und das ist natürlich auch mühsam. Es gibt ja nicht für uns gesetzt mit Kindern und Tieren, sondern die spielen. Wahnsinn. Naja, wie Peter ja gesagt hat, ja, genau. Dass es eher schwierig für Kinder ist, ist ja auch verständlich. Genau, ja. Warum sagen Sie immer? Also, sind die Kinder immer süßer als wir. Ach, guck mal, das süße Kind. Nein. Da kannst du spielen, was du willst. Das habe ich erlebt in Bad Segeberg, als ich da spielte. Ich könnte. Da habe ich mit dem Hund und dem Kind zusammen. Das war ein Wunderstoff. Das hat keiner mehr gesehen. Da haben wir gesagt, oh, das süße Kind und der süße Hund. Was? Vier Wochen noch? Das bringt uns doch gar nicht. Der Gartenbahnwettbewerb läuft nur noch ein paar Tage. Alles, was wir haben, sind zwei halbfertige Tunnelabschnitte ohne Verbindung. Ja, ich weiß, aber vielleicht haben wir auch ohne fertigen Tunnel eine Chance. Hier, sehen Sie mal. Das seine Spiel. 99, ja. 6000 Schatzbücher. Die sieht ja genauso aus wie meine. Mhm. Wenn Sie mit Ihrer, auf Ihrer Seite des Gartens, ja, in den Anfang reinfahren und ich auf meiner Seite. Dummerweise hat Keks zu schreiben. Dann muss ich gerade noch wieder den Eindruck, was. Sie sind ja.
ja ein richtiger Fuchs. So gut. Jetzt wird es eben vergangen. Sehr schön. Das liegt immer besonders zum Gefühl, weil ich gut machen so diese Krimi-Einstellung. So zwei Polizisten gucken sich an. Nein. Dann nach vorne. Diese typische Einstellung, die man so auf der Pfanne hat. Hier mit den beiden. Ja, das ist der Schwabe. Der hat aber auch in der Folge, schon in so einer anderen Folge mit. Ja. Später noch ein Lieblinger Spruch. Junge Herren, befahren wir den 6,3 Meter langen Elchwinkeltunnel. Ja, die Arme haben auch so eine Verstellung. Ja, die können sie auch mal. Ja. Wenn Sie sich nun bitte schnell zu Herrn Fuchs begeben würden. Da haben wir natürlich als Schauspieler einfach Spaß, dass man das da machen kann. Aber wir gehen alte Nummer die aus dem Elchwinkeltunnel. Also die Gestaltung des Tunnelmundes 1+. Ich bin nur gespannt, ob die 99er 6001 4K die enorme Steigung schafft. Das sind ja mindestens 70 Promille. 75 Promille. Meine schafft das schon. Ich meine, die schafft das schon. Und jetzt sehen wir die Weiterfahrt zum Haltepunkt Bärstadt. Viele, viele Schnitte. Ja, natürlich. Krass. TT. Total toll. Auch hübsche Farbkombination, oder? Ja, ja. Das ist verhängnis. Und wir sind beeindruckt. Aber er gewinnt ja trotzdem oder so, ne? Was kriegt er doch? Ja, irgendwas. Aber das ist so. Da, wo ich die Folge, die ersten Folgen war ich mir nicht so persönlich. Das war so, ja. Ach, Herr Fuchs, Herr Paschulke, wir müssen zugeben, eine beeindruckende Vorführung. Und das ist ja das Wichtigste beim Modellbahnwettbewerb. Also, Sie hören dann von uns. Ja, sehr schön. Auf Wiedersehen. Das war's dann wohl. Konnte das nur passieren? Felix, was hast du denn da? Die Fernbedienung. Ich glaube, dass du da Bewegung warst. Ich weiß ja nicht, was wir machen, aber ich drehe noch eine Runde. Also. Sehr schön. Ja.